Teilweise finden wir in Hessen Temperaturen bis minus 25 Grad, was für viele Menschen schon ein wenig an die Grenzen dessen geht, was man sich unter einem schönen Winter vorstellt. Weiße Landschaften und viel Schnee sind für den einen Leid, für den anderen eher ein Spaßfaktor. Besonders für die Feuerwehr sind aktuelle Einsätze wie hier bei einem Brand in Kaufungen bei Kassel eine ganz besondere Herausforderung. Wasserleitungen frieren ein, die Wege sind glatt und zu dem regulären Einsatzgeschehen müssen noch die Straßen gestreut oder teilweise geräumt werden. Während die meisten noch im Land der Träume sind, ist Adrian Spischal in Volkmarsen bei minus 15 Grad unterwegs, die Zeitungen auszutragen. Für ihn ein alltägliches Geschäft. Doch bei den aktuellen Temperaturen muss auch er gewisse Vorbereitungen treffen. Ich schütze mich, indem ich erstens mal eine lange Unterhose trage, dazu Thermosocken und natürlich auch Winterstiefel. Dazu einen dicken Pullover, darunter noch ein Sweatshirt und natürlich auch noch eine Thermojacke. Nur einige Straßen weiter ist Frau Bernhard mit ihrem Hund unterwegs. Während Mann und Sohn vollen Einsatz beim Räumen der Schneemassen zeigen, hat sich ergeben, dass sie heute wohl zu Hause bleiben kann. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt auf den Weg machen nach Naumburg in den Kindergarten zum Arbeiten, aber ich habe mit meiner Chefin heute Morgen geschrieben, Und meine Chefin hat gesagt, ich soll mich keiner Gefahr aussetzen und ich darf heute zu Hause bleiben. Für Adrian Spischal geht es auch bei widrigen Umständen immer weiter, denn die Kunden wollen ihre Zeitung möglichst pünktlich haben, was für ihn aber auch eine Selbstverständlichkeit ist. Und so geht es für alle immer weiter und weiter, ganz egal, ob uns der Winter extremen Frost, Regen oder Sturm liefert. Denn Brände müssen gelöscht, Straßen geräumt und Zeitungen ausgetragen werden. Doch alles in allem kann sich besonders der Winter auch von einer ganz anderen Seite zeigen.